Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kashi, da sind wir wieder. Und machen weiter. Und brauchen mehr Geld. Viel mehr Geld. Ich kann mir den Perlendetektor noch nicht leisten. Aber wenn ich mich nicht irre, auf dem Wasser schwimmen noch hier, Kisten mit Geld, Barengeld. Konto-Identifizierung. Okay. Wie viel willst du da für deine Perle? Oh Mann. Muss wohl sparen. Wer war? Heliana steht auf und wacht auf und verloren. Dann müssen wir mal auf dem Wasser bares Geld sammeln. Schauen wir mal. Wir sind bereit für das dritte Rennen. Hä? Hey, Grünschnabel! Willkommen in der Meisterschaft! Die Regeln sind simpel. Eine Perle für... Wo bin ich denn jetzt lang gefahren? Was? Wir sind bereit für das dritte Rennen. Die kommen Ihnen ja kaum noch nach, Miss Jane. Ich habe nicht ein einziges Rennen bestritten. Ich will eigentlich nur Geld sammeln, um für den Perlendetektor... Lappen. Also, da hätten wir ruhig ein bisschen besser arbeiten können beim Trigger setzen. Wir brauchen den Perlendetektor von Ming Tzus. Er ist ausgesprochen nützlich. Klung. Herr Babuka und Isa, die wir machen das, Mamago-Brüder. Mir fehlt der Reparatursong mittlerweile. Die man am Anfang gehört hat, dass man abgeschleppt werden musste. Wie viel habe ich? Are you fucking kidding me? Mir fehlt genau eine Perle. Dann schauen wir mal, wie wir eine Perle kriegen. Vielleicht ja, danke. Vielleicht findet man irgendwie noch Dinge? Ich glaube kaum, dass es hier noch was gibt. Hier kommst du nicht rüber. Ah, sowas suche ich. Geld. Oh, was will Papa sehen? Also ich rate, ist da nicht auch eine Piratenhöhle? Klung, klung, klung. Boraxhöhle. Dann schauen wir mal. Oder wir waren ja noch gar nicht, okay. Das habe ich nicht mal gegoogelt, ob man das machen kann, Leben seinem Partner geben. Okay, ich habe mein Archiv aktualisiert. Ah, da kriegen wir auch noch eine Perle. Moment, ich google jetzt mal, ob man hier so dieses P1-Ding seinem Partner geben kann. Ich meine, das wäre auch... Check! Und rennt er durch. Ich google mal eben, ob das möglich ist, weil ansonsten nur zwei Leben ist abmindert. Dann kriege ich ja mal alles. Ich google mal kurz. Okay, ich musste gar nicht googeln. Ich habe es beim Rumprobieren herausgefunden. Wie das geht. Das hat er eben bekommen. Also, es geht folgendermaßen, ne? Du hast ja hier dein SAK, dein Scan-Gerät, wo alles eingefügt wird, was du hast. Ja? Da kannst du dann Dinge nehmen und geben.
Also in dem Fall, ich nehme jetzt mal hier ein PB1 und gib ihn. Zumindest habe ich das jetzt versucht. Ah, hat funktioniert. Und ich glaube, genauso muss es dann auch gehen mit ihm. Ist wieder her. Da, er hat ein SAK, okay. Und so kann ich es wieder zurückkriegen. Also, ich habe es herausgefunden. Musst du nicht mal googeln. Bueno, ich behalte das für dich. Und zwei Booster. Aber jetzt hat er mal ein bisschen mehr Leben. Und wir kommen hier durch. Jetzt. Ein Perlenkrochax, direkt voraus. Er zieht sich zurück. Ein Krochax? Attacke! Das wurde was. Attacke! Hey! Geht's dir gut, Miss Chang? Ja, mir geht's gut. Oh, bares Geld darf man nicht liegen lassen. Ein Perlenkochax. Das kriegen wir hin. Auch so. Attacke! Oh, kann ich mir eigentlich mal hier seinen Carson und Peters ansehen, was ich hier gesehen habe? Warte auf Befehle, nö. Miss Jade. Carson und Peters! Vor allem, weil er es immer ruft. Na, habe ich schon. Check. Ich möchte mal gerne wissen, was ist Carson und Peters? Ist irgendwie so eine Art Leitfaden? Ich glaube schon, ne? Irgendwie so ein Handbuch, Dinge zu tun? Zum Beispiel, leck nicht die Rotze von deiner Nase ab. Nachdem du sie erpopelt hast. Immer ein Doppelpack kommen, ne? Auf! Respektiere das Heimteam. Kapitel 12. Ja, das scheint anscheinend so eine Art Leitfaden zu sein, wie, das feringianische Profithandbuch. Ja, Sir! Ja, also hier. Du machst am besten Profit für Ferengis. Attacke! Ich glaube, ich hab das jetzt richtig benannt. Check! Oh, das wieder hinkriege ich aber nicht tot. Aber jetzt weiß ich sogar, wie ich Page mehr Leben geben kann, falls ich ihn wiederbekomme. Falls. Ich hoffe, ich kriege ihn wieder. Oh. Ach, er trägt nur eine Perle, okay. Ha, 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 ha.
das Heimteam. Ich bin froh, dass Sie auf unserer Seite sind. Ach, deine Mutter ist das Heimteam. Jetzt könnte ich mir das Sprungkit leisten. Bam, badanadam. Ram, bam, bam. Ram, bam, bam. Ja, ich habe mir das Sprungkit. Und wir müssen dann mal auch diese Rennen uns angucken. Sind die gut? Oder sind die scheiße? So hat man das ja gemacht mit... Ah! Ich habe mich schon gefragt, wie hat das Spiel eigentlich auf alten Konsolen so gut überlebt? Nebel. Da sieht man Nebel. Und sehen nur noch kleine Räume, die dann halt großartig genutzt wurden. Mambo Gamboro. Mambo Gamboro. Wo ist ein Eingang? Klung, klung. Zu Mama Goos kommen sie immer zurück. Verlass dich mal nicht drauf. Wenn ich euer Lager auch ausgeräumt habe, komme ich nie wieder zurück. Ich hab's gescannt. Eine Sprungkide für 15 Münzi. Ah. Ja, erst brauchen wir ein bisschen Geld für den Perlendetektor. Ich darf nichts weiteres ausgeben. So, was macht das Sprungkit so sprungartig? Bis später, meine Freunde! Ah, okay, das macht das Sprungkit so sprungfreudig. So, und dann gucken wir uns mal auch mal ein paar Rennen an. Ich habe das Gefühl, ich könnte was dazu verdienen. An Perlen. Das Gefühl, ihr seid die Doms. Rennen 1. Ob ich mit der Schrottkarre schaffe? Die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Bin ich gespannt, ob wir es schaffen. Aber stimmt mit den Anzeigen nicht. Die Texte an der Seite. Das ist ja jetzt schon nervig. Wir sind in der Führung mit. Gut, du schießt halt auch nicht wirklich einen Sinn. Dann will ich einfach der bessere Fahrer sein. Die zweite Runde für die kleine Anfängerin. Es gibt sogar Booster. Musik ist interessant. Ah, und sind nämlich härtere Kurven, wenn ich während des Lenkens nochmal abbremse. Okay, ich habe die komplette Steuerung kapiert. Unglaublich, die kleine Anfängerin!
das will Papa sehen. Eins. Und Preisgeld. Machen wir doch gleich mit Runde 2 weiter. Die ich meine, lukrativ. Alten, die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Ist das Rekord? Oder ist das der bisherige Rekord? Eigentlich der bisherige Rekord. Das bringt doch rein gar nichts, sie zu beschießen. Die drehen sich nur. Das ist scheiß drauf. Das Lied mag ich langsam. Ich hätte nie gedacht, dass ich so Musik-Genre mögen könnte, aber ich mag's. Oh, du Pisser, das war meine Abkürzung. Ich wollte nach links. Die zweite Runde für die kleine Anfängerin. Carson und Peter! Muss ich noch meine Boost benutzen? Juhu! Schneller, Miss J! Wir sind in der Führung, Miss J! Alle ja! Es läuft doch! Oh, neue Booster. Irgendwann. Aber läuft gut. Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Alter, der dreht da richtig durch. Was für Loser! Was für Schwächlinge, Mist Jay! Geht da richtig, der blöde Typ. Unglaublich, die kleine Anfängerin! Rekord habe ich aber nicht geschlagen. So 89 ja, Millisekunden drüber. Nicht als Amateure, Miss J. Blutige Amateure. Mamango. Man hätte eine richtige Rennkampf-Arena machen können. Das wäre geil gewesen. Das wird... Aber wo ist jetzt Rennen Nummer 3? Ich glaube woanders, ne? Wahrscheinlich hinter der Basis. Ja, aber dass die Kamera immer so tief geht, das nervt mich gerade. Wir brauchen den Perlendetektor von Ming Tzus. Er ist ausgesprochen nützlich. Stimmt, den wollte ich doch jetzt kaufen. Oh, wie gut, dass du mich dran erinnerst. Wollte ich doch haben. Ich glaube, den müsste ich mir jetzt mittlerweile leisten können. Den Perlendetektor. Deutsch ist wieder meine schwere Sprache, ich merke das schon. Überall diese Typen in ihren goldenen Rüstungen, die so richtig behindert stehen. Ob es verlässlich ist.
Moin, gib mal her. Kontoidentifizierung. Okay. Geh da weg von meinem Perlendetektor, das ist jetzt meiner. Jetzt sind da schon 3 Perlen, ey, wollte mich verarschen. Ein paar Einheiten zu wenig. Aber jetzt habe ich den Perlendetektor. Und mal gucken. Was sind der denn? Beziehungsweise wie funktioniert der? Hier sind überall Perlen. Da oben, auf der 3. Jetzt nach rechts. Da. Ach, wo renne ich denn nochmal? Ach, Leertaste, genau. Oh, wie mich das nervt mit dem Rennen. Also, Perlendetektor sagt, da ist eine Perle. Im Schuppen. Viecher. Gut, nicht mehr. Was war nochmal der Code? Da muss ich mir in meinen SA-Sack gucken, in meinen Sack. 3, Live-Halbteilung-Ticket. Das ist es. Info. V5S7. V5S7. Und ich habe Rückenschmerzen. Yay. V5S7. Ah, ich werde die Rückenschmerzen wahrscheinlich nie wieder los. Also, Idi. Von Alpha-Abteilung zurückgeholt. Super. Damit haben wir jetzt mal was geschafft. Und damit sehen wir uns morgen, liebe Leute. Und gucken wir mal dann, wo weitere Perlen sind. Oha. Ich sehe, dass da ein... was Schwarzes ist, wo die Map zu Ende ist. Hätte man ein bisschen verdecken können. Indem man die Mauer länger zieht. Aber wir sehen uns dann morgen. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Kashi. Bis zum nächsten Mal und tschüssi Kowski.